Zu einem Kräftemessen zwischen der französischen Polizei und autonomen Demonstranten ist es am Freitagabend in Straßburg gekommen. Gut 300 Vermummte aus dem schwarzen Block randalierten nahe des Anti-NATO-Camps im Süden der Stadt. Von hier aus, im Stadtteil Neuhof, dem sozialen Brennpunkt Straßburgs, waren die Demonstranten gestartet. Die gut 300 Autonomen errichteten eine Blockade, legten Feuer und warfen mit Steinen. Die Polizei antwortete im Minutentakt mit Tränengas. Immer wieder griffen die Randalierer mit Wurfgeschossen an, flüchteten vor dem Tränengas und schlugen dann wieder mit Steinsalven zurück. Die Beamten versperrten den gewaltbereiten Demonstranten konsequent den Weg in Richtung Innenstadt. Nach gut einer Stunde hatte die Polizei die Situation unter Kontrolle. Verletzte gab es offenbar keine.